Ja, zeige ich euch noch kurz, was ich momentan so für Supplements zu mir nehme. Und zwar nehme ich hier so ein Whey-Protein. Das nehme ich jetzt nach dem Training oder früh. Das finde ich ganz gut. Das wird nicht so dick. Da haben wir noch dieses Pro 80. Das wird halt ziemlich dickflüssig oder sättigt gut. Das ist ein bisschen hochwertiger, das Whey-Protein, und schmeckt halt lecker. Ja, dann nehme ich jetzt nach dem Training, ist meine Supplementierung ist hier ein paar BCAAs, dann das Whey-Protein. Vor dem Training nehme ich auch BCAAs, also die soll man vor und nach dem Training nehmen, mit den Kreatin zusammen, nämlich drei stehen drauf, fünf Stück nehme ich vor dem Training. Und vor dem Training nehme ich immer noch so einen kleinen Muscle Shake, da ist auch so Kreatin mit drin und so. Ich finde, davon bekomme ich einen schönen Pump. Also das habe ich auch auf der FIBO das erste Mal gesehen, das ist ja auch ziemlich neu und schon weiter. Das erste Mal probiert, hat mir gleich gefallen, seitdem bringe ich es gerne. Jo. Vorm Schlafengehen trinke ich immer so ein Casein. Ich finde, das ist ganz lässig vom Fernsehen. Das wird schön dickflüssig. Das kann man schön beim Fernschauen nochmal trinken. Und ja, vor allem schmeckt halt lecker und ist besser wie ein Stück Schokolade abends. Lieber ein Schokoladen-Casein wie eine Tafelschokolade. Ja, das war so ein kleiner Einblick in meine momentanige Supplementierung. Natürlich probiere ich auch immer das eine oder andere aus. Ist natürlich klar, dass ich noch nicht alles durchprobiert habe. Habe da auch so meine aktuellen Favoriten gefunden, so, die ich halt ganz gerne nehme, wie diese BCAAs. Da schwöre ich halt ganz gut drauf. Die nehme ich schon, seitdem ich trainiere, mache ich nach dem Training BCAAs. Und Kreatin soll man ja nicht durchgängig nehmen, deswegen nehme ich immer mal so eine bisschen Dose leer ist und dann mache ich noch ein bisschen Pause. Kommt immer drauf an, wenn ich jetzt gerade anfange mit Training, wie jetzt nach meinem Armbruch habe ich angefangen mit Kreatin, und dass ich erstmal wieder ein bisschen Pralle reinbekomme in die Muskulatur. Ja, ich werde fleißig weiter probieren und werde euch vielleicht bei meinem nächsten Interview mal meine Favoriten vorstellen, die mir so persönlich am besten gefallen, die ich mir persönlich jetzt meine persönlichen Favoriten halt sind.